Die Kulturplakatierung gibt es seit über 25 Jahren. Sie ist 1993 gegründet worden und seitdem für die Berliner Kultur- und Veranstalterszene tätig. Die Auswirkungen der Corona-Krise haben uns extremst getroffen, weil unser Klientel mit einem Schlag innerhalb einer Woche weggebrochen ist. Für mich war die Insolvenz der Kulturplakatierung der nächste Schritt. Es war leider so und durch die Hilfe der Commerzbank ist es einfach möglich geworden, alles zu erhalten. Wir haben null Umsatz, wir haben Kurzarbeit und trotzdem hat die Commerzbank gesagt, solange wie ihr bei uns seid, wir vertrauen euch und wir schaffen das gemeinsam und die liquiden Mittel flossen innerhalb von einer Woche. Es ist einfach Wahnsinn, was dort geleistet worden ist. Als Dankeschön für die ganze Hilfe, die uns zuteil gekommen ist, verschönern wir auch mit null Aufträgen die Stadt. Wir versuchen einfach, der Stadt das zurückzugeben, was wir von der Stadt jahrelang bekommen haben. Und was ich natürlich auf jeden Fall machen werde, ist der Commerzbank nochmal persönlich danken, denn die Mitarbeiter haben garantiert nicht nur 8 Stunden gearbeitet.